Hallo, willkommen bei American Baker in Germany. Ich bin Michelle und heute mache ich mein Lieblingsrezept für Schoko Chip Cookies. Ich freue mich, das heute zu machen, weil die sind wirklich köstlich. Ich habe das Rezept von einer Freundin von mir und sie heißt Brittany Sanelli und ich habe auch eine Torte für sie schon mal gemacht. Gucken wir hier. Und sie ist auch Fotografin und ich tue ihr Links unten. Und sie ist nicht nur eine brillante Fotografin, sondern sie kann auch richtig, richtig leckere Cookies backen. Also sie war so großzügig mit mir und hat mit mir dieses Rezept geteilt und ich teile das jetzt mit euch. Also ich freue mich, das heute zu präsentieren und legen wir los. Zuerst die Zutaten. 1 Cup oder 250 Gramm Butter. 1 Cup oder 200 Gramm brauner Zucker, aber bitte merken Sie amerikanische brauner Zucker für die richtige Konsistenz. 3/4 Cup oder 150 Gramm weißer Zucker, 2 Eier, 1 Esslöffel Vanilleextrakt oder 3 Esslöffel Vanillezucker, 3 Cups oder 375 Gramm Mehl. 3/4 Teelöffel Backnatron, 1/2 Teelöffel Salz, 3 Cups oder ungefähr 500 Gramm zartbitter Schokostückchen oder zerkleinerte dunkle Schokolade. Wenn Sie zerkleinerte dunkle Schokolade benutzen, werden die mehr wie Schoko-Chunk-Cookies, aber die schmecken immer noch super. Zuerst Butter cremen. Dann beide Art Zucker und die Eier, eins auf einmal. Es soll so aussehen. Und dann Vanille, ich benutze Vanillezucker. Und dann Mehl, Backnatron und Salz und zusammenmischen. Es wird relativ dick sein. Und endlich die Schokostückchen oder Schokostücke. Man kann das mit der Hand mixen oder mit dem Mixer. Und schau mal, wie wunderschön das ist. Ich benutze die 1 Teelöffel auf einmal auf ein Backpapier Backform. Und diese kleine Größe macht das ungefähr 6 Dutzend Cookies. Mit einem Esslöffel ungefähr 4 Dutzend. Man backt das 8 bis 12 Minuten bei 180 Grad Hitze. Und so sehen die aus nach 10 Minuten. Golden und wunderschön und schokoladig. Ich hoffe, das Rezept hat euch heute gefallen und hat euch geholfen, den perfekten Schoko-Cookies jedes Mal zu machen. Man kann auch die Eier mit 4 Esslöffel Sahne ersetzen, wenn man nur den Teig essen möchte. Besucht unsere Website americanbakeringermany.de für mehr Rezepte und Tutorials. Abonniert für mehr. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine von unseren Videos verpasst.